Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu HWK TV. Heute geht es um das Thema Energieeffizienz und wie man beim Hausbau Energiekosten einsparen kann. Dafür sind wir für Sie nach Siebenmorgen gefahren zur Firma Stüber und dort schauen wir uns das jetzt alles einmal an. Ein Haus voller Werte. Das ist die Philosophie von Stüberhaus. Bereits seit 60 Jahren behauptet sich das Familienunternehmen in dieser hart umkämpften Branche. Damals wie heute wird solide gebaut, mit sich stets verbessernden Materialien und Methoden. Wichtig auch die stete personelle Fortbildung. Hier ist die Handwerkskammer Koblenz eng mit der Firma verbunden. Gebäudeenergieberater ist das Stichwort. Die Ausbildung zum Gebäudeenergieberater ist eine sehr umfassende Ausbildung. Sie umfasst einmal die Wandaufbauten, Daraufbauten, die Konstruktionen, die man da alle benötigt, vor allen Dingen von älteren Häusern, aber auch von Neubauten in Kombination mit der dazu einzusetzenden Energietechnik. Diese Ausbildung dauert ca. ein Jahr bei der Handwerkskammer und wird also mit zwei Prüfungen abgelegt. Über ein halbes Jahrhundert solide Handwerksleistungen im Dienste des Kunden. Viele in all den Jahren realisierte Häuser stehen dafür. Eine Baudienstleistung für Generationen und eine kontinuierliche Fortbildung wie zum Gebäudeenergieberater sorgen auch in Zukunft für Häuser voller Werte. Energieersparnis ist das Thema unserer Sendung. Und dafür verlassen wir jetzt Siebenmorgen in Richtung Koblenz, denn dort tagt ein Arbeitskreis der HWK, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Mindestens 200 Lehreinheiten qualifizieren die Teilnehmer der Weiterbildungsmaßnahme zum Gebäudeenergieberater im Handwerk. Angeboten von der Handwerkskammer Koblenz dient diese Qualifikation als Grundlage zur Dienstleistung, Energieberatungen anzubieten. Wie wird das erworbene Wissen im Alltag angewandt? Die Energieberatung als Dienstleistung umfasst folgende Bereiche: gewerkeübergreifende Beratung, Bestandsaufnahme von Altbauten unter ökologischen und bauphysikalischen Gesichtspunkten und die Erstellung eines Modernisierungskonzeptes zur energetischen Modernisierung von Gebäuden. Wie ist die Nachfrage nach den Gebäudeenergieberatern und wer sind die Kunden? Die Nachfrage nach dem Gebäudeenergieberater ist eigentlich exzellent hoch. Die Kunden, das kann man nicht genau umreißen, das ist querbeet. Das kommt darauf an, wo die Leute gerade auf dieses Thema gestoßen wurden. Ob sie jetzt zufällig in der Zeitung wieder lesen, dass Energiekosten steigen oder wodurch auch immer das eine Abrechnung kam. Es gibt viele Gründe, weswegen diese Leute auf einen zukommen. Aber das Publikum ist sehr breit, geht vom Einfamilienwohnhaus bis zu großen Häusern, vom Neubau bis zum Uraltbau. Die Nachfrage ist zunehmend steigend aufgrund der Energiepreise und natürlich auch der anhaltenden Diskussion um unsere Klimaveränderung. Und die Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Kreisen der Gesellschaft. Im regelmäßig stattfindenden Arbeitskreis Gebäudeenergieberater findet sich ein Informations- und Austauschforum von Teilnehmern, die größtenteils bereits den qualifizierten Abschluss innehaben. Im Rahmen dieses Updates ist eine ständige Weiterentwicklung gewährleistet. Jetzt folgen für Sie die HWK News und da geht es passend zum Thema dieser Sendung um Energieersparnis und Bauen. Und hier die aktuellen Kurse der HWK. Meistervorbereitung bei der Meisterakademie der Handwerkskammer Koblenz. Zimmerer, Vollzeit in Koblenz und Teilzeit in Koblenz. Tischler, Vollzeit in Koblenz und Vollzeit in Rheinbrohl. Weiterbildung der Handwerkskammer Koblenz. Gebäudeenergieberater Koblenz. Gebäudeenergieberater Bad 9a Ahrweiler. Gebäudeenergieberater Bad Kreuznach. Gebäudeenergieberater Koblenz, Solateur Koblenz und der Energiepass für Nichtwohngebäude. Jetzt haben Sie also gesehen, was für Möglichkeiten es zur Energieersparung im Hausbau oder Umbau gibt. Damit sind wir auch schon wieder am Ende von HWK TV angelangt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis dahin, Ihre Katharina Buchsieb.